Da verteilen wir mal ein paar schöne Postkarten, Souvenir aus der Turmstraße. Turmstraße ist das Beste und darum muss man natürlich für die Turmstraße Werbung machen. Jawohl. Hier, bist du Postkarte von der Turmstraße? Ist da wunderbar. Hat keiner. Ja? Alle gleich, danke. Das ist ein Fotos bei Kapitän Kiez, ja? Das ist der Kapitän Kiez hier. Und das ist die Postkarte für sehr heute. Sehr schön. Da könnt ihr das verschicken in die ganze Welt und zeigen, wie schön Moabit ist. Turmstraße ist die wichtigste Straße, die wir in Moabit haben. Sie ist die zentrale Magistrale, sie ist Treffpunkt. Sie hat eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen, die nicht schön war. Dafür steht zum Beispiel die Schließung von Hertie. Ich sehe auf der anderen Seite auch viel Potenzial in der Straße, jetzt schon. Wir haben Orte, wo die Menschen sich wohlfühlen, wo Kommunikation stattfindet. Ich bin aber sehr froh, dass wir mit der Turmstraße über aktive Zentren etwas voranbringen können und dass es Investitionsentscheidungen gibt. Es gibt also neuen Besitzer von Hertie und Hertie soll im nächsten Jahr wieder ans Netz gehen. Das heißt, das sind wichtige Impulse, damit die Turmstraße wieder zu einer Straße wird, die vielfältig ist vom Geschäftsangebot und die einfach auch ein Identifikationspunkt für die Moabiterinnen und Moabiter ist. Ich wohne jetzt seit 2006 hier in Moabit an verschiedenen Standorten und bin häufig auf der Turmstraße und wünsche mir einfach, wenn ich an der Turmstraße oder in der Turmstraße ankomme, als Ansässiger oder auch als Gast, dass ich so etwas wie Willkommen empfinden kann. Mit dieser Turmstraße verbinde ich leider den Niedergang hier von Moabit. Ich bin vor 20 Jahren hierher gekommen. Da war die Turmstraße eine erstklassige Einkaufsstraße mit Geschäften, wie man sie sonst nur in Kudamm-Nähe findet. Diese Geschäfte haben sich alles zurückgezogen und seit 15 Jahren versuche ich mit den Verantwortlichen zu reden und höre immer wieder, dass Geschäfte eben außerhalb einer staatlichen Eingriffsmöglichkeiten stehen und der Schlussstrich, was also als wirklich K.O.-Schlag kam, ist etwas, wofür Moabit und die Kommunalpolitik ja gar nichts für können. Das ist einfach der Niedergang von Quelle Karstadt. Dieses Gebäude steht leer. Turmstraße, Moabit, das Beste. Wow! Mein Herz schlägt für 21. Dein Herz schlägt für 21. Das ist mein Kiez, dein Kiez, unser Kiez. Handy, MP3-Player, Moabiter Liebeslied. Mein Herz schlägt für 21. Dein Herz schlägt für 21. Das ist mein Kiez, dein Kiez, unser Kiez. Handy, MP3-Player, Moabiter Liebeslied. Viele Leute, die jammern ja so, dass alles so schlecht geworden ist und die Geschäfte zugemacht haben. Ich finde ehrlich gesagt, es gibt immer noch ziemlich viel und ich würde auch nie jammern über die Obsthändler, die da das Gemüse verkaufen, weil die finde ich einfach richtig toll. Da gibt es richtig tolles Gemüse und auch drin im Laden richtig leckere Sachen. Der Bolu, der neu aufgemacht hat, den finde ich auch super, genau wie der gegenüber. Verstehe nicht, wieso die Leute immer über die Obsthändler jammern. Ich verbinde mit der Turmstraße, dass sie erstens einmal eine angesehene Einkaufsstraße war in der Vergangenheit.
Ich verbinde damit, dass sie schlechter geworden ist, dass alle Bemühungen in den letzten Jahren zur Verbesserung der Situation nichts gefruchtet haben. Und ich verbinde damit aber auch die Hoffnung, dass die Maßnahmen, die jetzt langsam Fuß fassen, in Angriff genommen werden, dass die Erfolg haben könnten, weil wir jetzt ein bisschen Geld haben, um die Situation der Turmstraße zu verbessern. Erstens, im Kern steht für mich immer noch, dass wir die Situation der Händler als Geschäftsstraße insgesamt verbessern müssen. Das ist nicht die Frage, dass wir hier viele Einkaufshäuser kriegen, große Häuser, sondern dass wir ein vielfältiges, qualitatives Angebot an vielen Einzelhandelsgeschäften bekommen, wo man vieles findet und wo man auch wieder hier auf die Straße geht, in die Turmstraße, um einkaufen zu können. Ich wünsche mir auf der Turmstraße mehr Kommunikation, speziell unter den Gewerbetreibenden und den Hauseigentümern. Die Hauseigentümer sollten doch mal nach Moabit kommen, sich die Turmstraße anschauen, gucken, welche Mieten man hier realistischerweise aufrufen sollte. Gewerbetreibende könnten sich mehr in Interessenkreisen zusammenschließen, könnten sich dort melden, wo man bereits Hilfe anbietet, zum Beispiel beim Geschäftsstraßenmanagement, bei der Stadtteilvertretung, überall da, wo mittlerweile auch durch regionale Presse bekannt gemacht wird, dass man gemeinsam Konzepte ausarbeiten möchte. Das passiert ja laut meinen Informationen viel zu wenig. Wenn große Feste anstehen wie das Turmstraßenfest, wäre es auch wünschenswert, wenn sich Gewerbetreibende sowie Anwohner mehr beteiligen würden. Es gab genug runde Tische in der Vergangenheit, die offene Ohren signalisiert haben. Die Resonanz war vernichtend. Folglich möchte ich sagen, sollte man sich nicht wundern, wenn es hier nicht vorangeht. Es kann vorangehen, aber das geht halt nur miteinander. Also auf jeden Fall denke ich, dass wir wieder mehr Gewerbe haben werden an der Turmstraße, mehr hochwertiges Gewerbe, wo alle Moabiter auch einkaufen werden können. Weniger Ramsch. Ich hoffe, dass es keine Spielhallen mehr geben wird direkt an der Turmstraße. Das wird ja auch möglich sein mit den Gesetzen, die es dann gibt. Ich hoffe auf eine bessere Zukunft für den kleinen Tiergarten, der dann auch eine neue Erlebnisfläche sein wird für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich kann alle nur aufrufen, sich an den Planungen zu beteiligen und gemeinsam mit der Stadtteilvertretung in den Arbeitsgruppen dort daran zu arbeiten, dass die Turmstraße im Sinne der Bürger umgestaltet wird. Der Bezirk Mitte und insbesondere hier die Turmstraße ist ja eine Region, in der sehr viele Menschen mit Migrationshintergründen, Migranten und Migranten leben. Und ich würde mir wünschen, dass gerade diese Bevölkerungsstruktur, diese Menschen sich viel mehr beteiligen an der Gestaltung der Turmstraße und auch sich wählen lassen, wie zum Beispiel die Stadtteilvertretung des Aktions Stadträume Plus. Denn wenn ich hiermit Verantwortung übernehme, mich hier auch echt beteiligen kann, mich mit meiner Gegend identifiziere, dann kann ich nur was ausrichten. Ich als Modedesignerin hier in Moabit würde mir halt auch wünschen, dass hier ein bisschen mehr kreative Einbindung herrscht. Also dass wir zum Beispiel auch so eine Art Walk of Fashion haben oder ein paar Fashion-Events, wo einfach junge Kreative ein bisschen gefördert werden. Und da kann man sich auch gerne an mich wenden. Ich bin auch in der Zunfthalle mit meinem Atelier oben drin und arbeite unten regelmäßig im Zunftwerk. Und man findet mich auf jeden Fall hier und man kann mich da gerne mal ansprechen, was solche Events angeht. Also ich sag mal einfach so, was ich so nicht sehe. Für mich ist es halt kein Zentrum zurzeit, wo ich Sachen des täglichen Bedarfs einkaufen gehe oder auch andere Sachen einkaufen gehe. Da sind zurzeit halt andere, sagen wir mal so, Zentren interessanter. Muss man dazu sagen, dass ich ja wohnhaft bin im Stephan-Kiez, arbeite in der Perleberger Straße, also sowieso, wenn unterwegs, dann per Auto oder öffentlichen Nahverkehr. Und da bieten sich andere Zentren momentan weit mehr an, weil die mehr Vielfalt bieten in dem, was man kaufen kann. So, was ist los mit euch, Leute? Wo ist das Geld? Und dann, die machen noch Mieten höher. Wo geht das Geld hin? Was ist los? Ich will das Geld haben. Warum macht die Mieten höher? Wo? Dann investiert mal ein bisschen, dann ich bezahle doch. Diese Bushaltestelle, diese mit dieser Anzeigetafel, wo Minuten steht, das muss man verbrennen. Weil das ist absolute Bullshit, das ist Blasphemie, was da steht. Da steht eine Minute drauf, ich schwöre dir auf Gott, ja, das ist die arabische eine Minute, meinen die damit. Also 10 Minuten. Wenn ein Araber sagt, eine Minute, ich bin da, ich bin in 10 Minuten da. Deswegen verbrenn diese Scheiße. Wallah, mach gleich 100 Minuten daneben. Dann wird er sagen, okay, Khalas, irgendwann, er wird kommen. Auch diese, okay, das kann ich verstehen für die Behinderten, die damit die Fahrstuhl hochkommen. Aber guck mal, ich dachte mir, die bauen,
Die haben doch angefangen zu bauen und so. Da dachten alle, jetzt wird U-Bahnhof Turmstraße richtig Mutterficken. Diese U-Bahnhof wird richtig top werden und so. Aber dann nur, wir sehen so, was ist los mit euch? Ihr habt nur Fahrstuhl gebaut? Nur einen Fahrstuhl! Dieser U-Bahnhof. Wenn ich da hochgegangen bin, war es immer voll! Und jetzt, ich schwöre dir, ich kann so hochgehen, so. Ich hab Platz. Weil kein Mensch mehr da ist, keiner will mehr einkaufen. Meine Wünsche sind, dass die Turmstraße bunter und vielfältiger wird, dass wir mehr Einzelhändlerinnen und Einzelhändler bekommen, dass wir einfach ein breiteres, besseres Angebot hier an Geschäften haben. Außerdem wünsche ich mir als passionierte Radfahrerin auf jeden Fall einen schönen, breiten Radweg, der nicht zu übersehen ist, damit die Autos auch auf jeden Fall auf die Radfahrerinnen und Radfahrer Acht geben. Und ich hoffe, dass wir mit den Maßnahmen, die hier anstehen, dass wir die Turmstraße so beleben, dass alle gerne kommen, sich gerne aufhalten, gerne Kaffee trinken und gerne einkaufen. Und dazu will ich gerne meinen Teil beitragen. Zerlehnen Sie fertig! Oh, für die Zukunft. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn nicht allzu viele Leute von außerhalb hierher kommen. Nichts gegen euch, Leute, so, aber... Ja, das ist nicht so cool für unsere Mietsituation und so. Was vielleicht einige Leute nicht wissen, die Turmstraße gibt es ja überhaupt nicht. Es gibt zwei Förderkulissen und ein Stück dazwischen. Nämlich Förderkulisse Moabit West, Förderkulisse Moabit Ost. Dann gibt es noch aktive Stadtteilzentren und wahrscheinlich noch 24 andere Sachen, die wir alle nicht kennen. Und jeder rödelt diesen Topf rum, wie er möchte. Und die Sachen wirken gelegentlich etwas unkoordiniert. Würde mir für die Zukunft wünschen, dass da ein bisschen Struktur reinkommt. Und dass das Geld, was wir aus Brüssel und von sonst woher losgeeist bekommen, gezielt in die Verbesserung des Kiezes reinfließen und nicht so hier für einen Betonkübel, da für ein paar Blümchen draufgehen. Mit der Straße verbinde ich eigentlich sehr, sehr viel. Also ich wohne in Moabit seit meiner Geburt. Was ich dazu sagen muss, ist, dass sich die Situation verschlechtert hat, meiner Meinung nach. Dass es einfach zu viele Casinos gibt, zu viele, also das ist alles dasselbe. Es gibt zu viele Obstläden. Das ist nichts Neues mehr. Bäckereien, das kann man alles an einer Hand abzählen, was es hier an Läden gibt. Und da wäre mal vielleicht ein bisschen was Schönes, wenn jetzt mehr für die Jugendlichen getan wird. Zum Beispiel, wenn sich mal ein H&M trauen würde, hier auf die Turmstraße zu kommen oder mal irgendwelche anderen Läden, weil die Jugendlichen heutzutage zum Beispiel mehr zum Kudamm fahren müssen. Und ja, anstatt sie hier in Moabit bleiben können, hier einkaufen können, müssen halt immer etwas weiter wegfahren. Viele können die Turmstraße, verbinden die Turmstraße mit dem Turmstraßenfest, was ja zweimal im Jahr stattfindet. Und viele denken auch, die Turmstraße würde verfallen. Manche haben versucht, die Turmstraße mit dem Kudamm zu vergleichen, was natürlich aus meiner Sicht Quatsch ist. Die Turmstraße hat einen ganz eigenen Charme. Oder als das Hertie-Gebäude zugemacht hat, hat man auch gesagt, das ist der Tod der Turmstraße. Und es geht ja darum, dass genau das im Grunde nicht passieren darf und nicht passieren soll und auch nicht passieren wird, weil der Kiez ist sehr lebendig, lebendiger als die meisten Leute wissen. Für die Turmstraße würde ich mir, also was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, und das ist ja gerade hier im Entstehen, ein netter Laden, wo man mal hingehen kann, also jetzt keine Schickimicki-Cocktailkneipe oder sowas in der Art, sondern ein richtig gemütlicher Laden, wo man sich öfter mal treffen kann mit Leuten und ja, das würde ich mir gerne wünschen. Oder wie gesagt, so etwas wie das wie so Feste auf der Turmstraße. Also dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt diese für unsere jüngere Generation teilweise etwas grotesk anmutenden Schlagerbühnen hat, sondern wie es im letzten Mal war, diese, ne, diese Bühne von dem Moabit das Beste, mit sehr viel alternativen und neuartigen, noch nie gesehenen, auf dem Turmstraßenfest noch nie gesehenen Kunstarten hatte. Sowas fände ich toll. Und wenn wir da dranbleiben, also da können wir einiges reißen. Und deswegen denke ich mir, Moabit, du bist eine ehrliche Haut und wir schaffen das. Und wir machen das zusammen. Es wäre schön, wenn Moabit langsam erkennt, dass hier Netzwerke am Start sind, okay? Macht mal Lärm für Moabit, das Beste! I love Moabit. I love Moabit.
Das sind unsere Touristen, kommen immer nur schlafen und hauen wieder ab. Und dann schicken sie nicht mal eine schöne Postkarte weg. Frechheit! Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Okay. Hast du mein Schiff gesehen? Ja, der ist da hinten gesunken, war? Okay. 40 Meter. So, hier für dich auch eine. Ich habe ganz vergessen, dass du dir eine umsonst bekommst. Hier unser Dealer, wenn du mal kurz gucken möchtest. Normalerweise ist die Scheune teuer. 1 Euro. Und heute nur für die Turmstraße. Fürs Image der Turmstraße verschenken wir die heute. Ja, so ist es. Ich muss mal weiter. Captain, wir sehen uns. Wünsche. Ganz kurz erklärt, eine schöne Anlegestelle, eine Schiffsanlegestelle. Dafür müssten wir ja nur die Spree über die Stromstraße umleiten und dann beim Kaffee am Park ein kleiner G-Turn der Spree und dann bauen wir hier gegenüber vom Ex-Hertie-Gelände eine schöne Schiffsanlegestelle hier im Park, da wo die Leute ja jetzt schon immer so schön hinschiffen. Wir haben hier zu viel Spielautomatengeschäfte, wir haben zu viel Bäckereien hier. Es ist also keine Artenvielfalt, wie sie früher war, vorhanden. Es gab Schuhgeschäfte, es gab Möbelgeschäfte, es gab Damen- und Herren-Oberbekleidungsgeschäfte. Also alles das, was der Mensch zum Leben braucht, um nicht zum Kudamm zu fahren oder zum Leopoldplatz. Ich würde mir für die Turmstraße wünschen, dass halt einfach diese Läden, die mit der Zeit weggezogen sind, wieder langsam ihren Platz hier einnehmen und sich etablieren, ja, dass die Leute, die hier wohnen, auch die Möglichkeit haben, sich halt die alltäglichen Sachen auf der Turmstraße zu beschaffen. Ja. Und einfach, dass die Turmstraße auch vom Verkehr her so ein bisschen beruhigter wird, dass die Grünflächen, die wir heute halt haben, aber nicht so nutzen, halt einfach ein bisschen besser genutzt werden, ja, ein bisschen mehr soziale Engagements und soziale Veranstaltungen gemacht werden, dass bestimmte Institutionen einfach ein bisschen mehr Jugendarbeit leisten, so dass die Turmstraße einfach wieder besser und attraktiver auch für alle Bewohner wird. Ich wünsche mir für die Turmstraße, dass es eine ortsgerechte Einkaufsstraße wird, dass die Durchmischung bleibt, dass es vielfältig bleibt und dass sich hier neue Bewohner genauso wie die alten Bewohner heimisch fühlen können. Wir brauchen sowas, was in die Skate-Richtung geht, weil ich das sehe an meinem kleinen Bruder und deren Kumpels, dass sie eigentlich relativ offen dafür sind und auch alle ein bisschen so in dem Skater-Umfeld sind. Aber hier in der Gegend gibt es auf jeden Fall nichts, wo man skaten kann. Es sollte auch für den Winter speziell, sollte es für kleine Kinder was geben, wie zum Beispiel mein kleiner Bruder, der ist 4. Und er liebt den Spielplatz, aber er kann jetzt nicht zum Spielplatz irgendwie in den Nullgraden irgendwie. Das geht nicht. Zum Beispiel bald ist Minusgrad und das Problem ist, der Junge friert ganz schön schnell. Sollte irgendwie so ein Erlebnispark oder eher so ein Erlebnisspielplatz indoor sein. Die Turmstraße könnte ein bisschen mehr Grün vertragen, sowohl was Straßenbäume angeht, auch was die Begrünung der Baumscheiben angeht. Das ein oder andere Haus könnte auch eine kleine Blumenrabatte gut vertragen. Ich würde mir wünschen, dass die Straße fahrradfreundlicher wird, nicht nur dadurch, dass es einen Fahrradstreifen gibt, worauf man sich nicht irgendwie in Gefahr bringt, wenn man darauf fährt, sondern auch, dass es ausreichend Fahrradparkplätze dann gibt, damit man hier einkaufen kann. Ich würde mir auch wünschen, dass es direkt auf der Turmstraße einen Bioladen gäbe, in dem man gut einkaufen kann. Und dass es hier eine Vielfalt gibt an Läden, in die man gerne einkauft und die man auch mit der Turmstraße identifizieren kann als Moabiter. Das fände ich ganz schön. Was natürlich auch interessant wäre, ein bisschen mehr Grün in der Turmstraße, nicht nur auf dem Mittelstreifen, sondern halt, dass man den Straßenverkehr etwas einengt. Die muss nicht zweispurig in jede Richtung sein. Ich denke, einspurig reicht aus. Da hätte man dann mehr Platz auf den Gehwegen, um da auch dann ein bisschen mehr Grün herzubringen, was die Turmstraße meiner Meinung nach aufwerten würde. Ja, was wünsche ich mir für die Turmstraße? Eine positive Entwicklung hat sie ja schon teilweise ein bisschen genommen.
Insofern, weil durch speziell Mitte wurde ja das Spielhallengesetz nun endlich beschlossen in diesem Jahr, sodass man dann spätestens in 5 Jahren davon ausgehen kann, dass die Spielhallen weitgehend verschwinden werden, es vielleicht auch weniger Spielsalons geben wird und man dann vielleicht auch in vernünftiger Art und Weise mit den Hausbesitzern mal reden kann, um vernünftige Mieten zu haben, damit auch wieder ein normaler Gewerbetreibender dann sich wieder auf der Turmstraße ansiedeln kann, sodass da mehr Lebendigkeit und Durchmischung reinkommt. Außerdem würde ich mir wünschen, wenn die einzelnen Gruppen, die existieren, in unterschiedlichster Art und Weise, dass die mehr miteinander kommunizieren. Die Turmstraße hat auf jeden Fall noch Potenzial nach oben.